Pink Channel. CSD in Hamburg, das heißt eigentlich, dass immer eine Delegation aus St. Petersburg kommt. Da gibt es nämlich eine Städtepartnerschaft mit Hamburg und das Ganze wird gemanagt vom LSVD, unter anderem von Wolfgang Preußner. Hallo Wolfgang. Hallo Wolfgang. Ja, jetzt, wo sind die St. Petersburger? Ja, leider zu Hause. Denen geht es ja nicht ganz so gut wie uns hier. Aber ich dachte, das wäre jetzt Corona-bedingt, dass die einfach nicht hier rüberkommen können. Richtig. Wir haben ja schon seit Wochen und Monaten eben, dass wir noch nicht wussten, kommen die, können die nicht kommen. Wie ist die Flugsituation, da alles runtergefahren ist, haben wir dann Anfang Mai alles storniert und alles abgesagt. Weil das einfach organisatorisch zu schwierig wäre. Genau, die kriegen ja keinen, im Moment dürfen aus Russland niemand ausreisen und auch nicht wieder einreisen. Das ist dann mit der Quarantäne und ich weiß nicht was alles verbunden. Das ist nicht durchführbar, sowas. Ihr seid trotzdem ja in Kontakt und wie geht's denen denn im Augenblick? Putin ist ja sozusagen immer noch eine große Gefahr für die Queer-Community. Ja, also die in unserem Projekt machen Homeoffice, die meisten. Und die Teilnehmenden natürlich auch. Es gab jetzt, glaube ich, wieder eine Verhaftung von einer Aktivistin, die nur ein Foto von einer Regenbogenfamilie irgendwo verbreitet hat. Die muss jetzt 14 Tage in Arrest. Und ja, denen geht es nicht ganz so gut. Einige im Projekt hatten auch Corona, haben es aber überstanden. Und ja, das ist im Moment das Neueste. Und was denkst du, wie sieht es im nächsten Jahr aus? Also wir haben ja noch am 23.10. unseren Senatsempfang, der hoffentlich stattfinden wird. Dort wollten wir ja eigentlich im Rahmen der Städtepartnerschaft 10 Jahre Hamburg-St. Petersburg zwei Aktivistinnen einladen. Ob das was wird, wissen wir noch nicht. Fürs nächste Jahr beantragen wir natürlich neu und dann soll das wieder stattfinden. Also wir sind optimistisch.